Es geht weiter mit Divinity 2 Developers Cut. Ich muss kurz meine Uhr starten wieder. Hier so, zack. Und in dieser Folge wollte ich ja hier. Wie gesagt, die Kreaturen zu holen. Da werden wir jetzt mal gucken. Ah, ich glaube, ich gehe hier hinten lang. Ich will die Gegner noch nicht triggern. Das würde ich gerne verhindern. Einen ganz bestimmten Grund, weil ich gerne jetzt zur Kreatur möchte und die Gegner noch übrig lassen würde. Gerne übrig lassen würde. So. Erstmal. Da weiß ich zumindest, dass ich da noch nicht war. Ja. Genau, jetzt müssen wir nämlich da jetzt ins Wasser rein. Jump! Hier gibt es ja keinen Fallschaden, deswegen können wir hier runterspringen. Von so hoch, wie wir wollen. Das macht uns nichts aus. Ist nur die Frage. Ja, entweder wir schwimmen bis zur Brücke hin oder... Weil das ist einfach so. Wie kommen wir da nach oben? Wahrscheinlich gar nicht, deswegen müssten wir theoretisch einmal über die Brücke, um das Gebiet nochmal zu klären da oben. Oder kommen wir dann... Das ist ein Wasserfall, oder? Aber ich denke, da können wir hoch. Da können wir hoch. Und da können wir auch, glaube ich, auf... Moment. Wir wurden teleportiert. Schon wieder. Was ist das für ein Bug? Das ist ein ganz komischer Bug. Hier hängen wir dann fest und dann sind wir auch mal wieder da unten. Hier ist eine Wand. Mist. Okay, das war natürlich... Das war natürlich alles andere als gedacht hier. Kommen wir nicht da irgendwie anders dann hin? Alles klar, dann werden wir kurz mal laden. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Gut. Dann wird es anders ablaufen. Wir werden dieses Gebiet doch clearen. Erstmal und werden dann hier hinten kann man nämlich hochgehen. Wenn von hier aus dann irgendwie hier rüberkommen. Und dann werden wir hier das mit den hier zurücklaufen. Wird ein bisschen dauern. Werden dann hier in die Höhle reingehen und werden von uns von da dann hierhin teleportieren. Und werden dann. Im Endeffekt können wir uns auch von hier dahin teleportieren. Das können wir auch machen. Und werden dann über die Brücke hier aber gehen und werden das Gebiet hier oben nochmal wegmachen. Und dann erst. Hier hingehen. So wird jetzt mein Plan laufen, da wir das anders nicht hinkriegen. So, jetzt gucke ich da in ein anderes Gebiet. Hier muss ich auch noch Kundschaften, aber wir machen erstmal das da in der Mitte. Man sieht mich im Gras. Nein, du sollst nicht sein. Versuch's doch. Noch nicht. Zup. Ja gut, das ist jetzt nicht die schwersten Gegner ich kann im Spiel. Das haben wir die Gegner fertig gemacht. Das würde ich gerne... Wird drüben noch mal gucken. Wenn wir jetzt hier nicht alle Gegner mitnehmen, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber... Ich würde doch schon mal gerne das Gebiet hier ein bisschen erkunden. Jeder Erfahrungspunkt ist mir irgendwie recht. Da hier oben sind doch schon noch Gegner, oder? Das ist zumindest danach.
Ach nee, das Ding da. Okay, da haben wir jetzt ein paar Level 11er. Ist natürlich wiederum schlecht. Noch nicht. Ich kann nicht. Weil wir sterben werden dadurch. Die ganze Zeit eine Taste drücke und die Fähigkeit nicht ausgelöst wird. Ziemlich logisch. So. Mensch, das war einfach so Gegner in dem Busch rumhocken. So, ich habe extra gesaved, jetzt machen wir mal hier. Der Grabstein ist mit einer Gravur in Form einer Halskette verziert. Darüber wurde der Name Penelope eingemeißelt. Weggehen. Ihr geht. Ihr geht. Gut, dann machen wir das hier noch fertig und das Gebiet und dann müssen wir hier irgendwie unten noch hin und boah, was ist das nicht alles für ein Kack? So müssen die Entwickler die Gebiete so blöd gemacht haben. Also blöd machen, wenn ich mal meine grammatischen Korrektheit hier weitersprechen soll. Bist du böse da hinten? Nee. Hühnchen! Hühnchen! Noch ein Hühnchen! Ach, egal. Madame Sosostra heißt euch willkommen. Drachentöter und Drachenritter. Ich bin ein Drachentöter, kein Verräter. Das stimmt jetzt nicht. Na, woher wisst ihr das? Das ist nicht schwierig mit einer Gabe, wie ich sie habe. Ich bin Hellseherin. Und für eine bescheidene Summe sehe ich gerne in Ordnung. Nein. Möge das Schicksal mit euch sein. Was soll ich davon haben? Meine Zukunft ist, das Spiel durchzuspielen. Mehr ist es nicht. Dann holen wir uns hier nochmal was ab und wir safen, auch wenn es verschlossen ist. Ich weiß ja nicht, ob ich da doch reinkomme. Nicht rein. Wie lautet das Camp? Ich weiß es nicht. Das ist schade. Ach. Dann können wir da nicht rein. Ist es jetzt verzeichnet? Nö. Dann gehen wir da nicht rein. Ein ganz wilder Typ. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. So, dann wollen wir mal hier hin. Ja, hier kann man auch ganz viel sehen. Also, wenn irgendwelche Gegner hier auftauchen, genau wie jetzt, kann man das gut erkennen. Noch nicht. Woher schießt da jemand? War das denn der geschossen hat? Ja, scheinbar schon. Kann er echt nicht zu viel erkennen. Da unten sind wieder diese Level 0 Goblins. Dann würde ich sagen, gucken wir hier nochmal in diesen Bereich. Dann gehen wir langsam mal hier runter und machen dies hier, weil da ist ja noch ein Schrein. Ich erzähle mal alles doppelt und dreifach, aber
Mache ich ja mal gerne. Ich kann nicht. Da hinten ist ja noch ein Gebäude. Aber hier ist nichts außer einem Wasserfall. Wo auch noch eine unsichtbare Wand vor ist. Dann gehen wir da nicht hin. Ich hätte speichern sollen. Ich hätte speichern sollen. Ist das wirklich wahr, dass jedes Mal... Verjüngungstränke geben? Noch nicht. Ja, schon ein bisschen über. Noch nicht. Stopp. Guck ich mal hier. Ah! Oh. Okay, Leute, wir werden jetzt, da wir jetzt hier einen Wegpunktschrein gefunden haben, natürlich erheblich leichter uns kurz mal unsere Kreatur, wenn möglich, holen. Denn wir können nämlich jetzt einfach mal, ich guck mal kurz, wie der Wegpunktschrein hier oben heißt, Kapelle, uns wieder nach oben teleportieren. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Dann holen wir Schrein Kapelle. Unsere Kreatur mal so. Die Gegner spawnen nicht nach. Kann ich jetzt den Teleporter benutzen? Mir das korrekte Wort und ihr dürft passieren. Nett gemeint. Oh, nee. So, die Gegner sind wie gesagt alle weg. Deswegen sollten wir hier nicht gestört werden. Aber das ist ja gut, dass wir jetzt hier dann hin können. Ich hoffe mal, das war der Höhleneingang. So. Jupp, das war der. Seid gegrüßt, Drachentöter. Ich bin euren Kreaturen in eine Höhle gefolgt. Dort habe ich etwas Interessantes gefunden. Einen Kristallschädel. Einen Kristallschädel? Erstaunlich. Ich dachte, das sei nur ein Mythos. Die ich gesehen habe, waren alle Fälschungen. Aber sollte er echt sein, ist es kein Wunder, dass die Kreaturen von ihm angezogen werden. Der Legende nach haben die ersten Nekromanten damit ihre Untoten kontrolliert. Deswegen also konnte ich meine Kreaturen nicht im Zaum halten. Aber mit dem Schädel kann uns jetzt nichts mehr aufhalten. Wir erschaffen eine Kreatur und ihr seid ihr Meister. Sagt, wenn ihr bereit seid, Drachentöter. Yes! Ah, wir haben es geschafft. Okay. Ich möchte gerne eine Kreatur erschaffen. Mit Vergnügen. Ihr habt dem Tod auf den Fersen erfolgreich abgeschlossen. Bitte wählt eure Belohnungen. Eine Wahlmöglichkeit. Okay. Was haben wir denn für Löffel? Heilung. Wir brauchen Heiltränke. Ihr beherrscht die Kreatur mit dem Kristallschädel und ich euch mit eurem. Und ein Scherz. Wenn okay. Ich jedoch das Sagen hätte, so würden wir uns ohne zu zögern zu Lord Lovis aufmachen. Oh Mann, das wird doch noch alles. Wir sind zu schlecht, und ich glaube, es wäre besser, wenn wir jetzt irgendwie... Du weißt schon... besser werden und so. Hä, wieso bin ich jetzt nicht im Menü, wo ich meine Kreatur erstellen kann? Seid gegrüßt, Drachentöter. Bereit für Kreaturanpassung? Ja. Mit Vergnügen. Gut, jetzt bin ich im Menü drin. So. Kreatur. Wir haben immer noch keine Fähigkeiten, aber wir können ja eine Kreatur erschaffen, deswegen ist es ja kein Problem. Ah, guck mal, hier kann ich meine Beine rein switchen. So. Obwohl ich jetzt nicht weiß, 20% zu kräftigen Körper, was kann das hier? 90% zu kräftigen Körper. Das ist, ach, da unten wird auch immer schön in grün angezeigt, was sich verbessert. Das verbessert sich natürlich erheblich. Das heißt, wir machen mal das.
Klasse keine Stufe 12. Aha. Achso, Klasse keine Stufe 12. Achso. Okay. Okay. Mit euren... Ne, wollt ihr mit euren aktuellen Auswahl an Gliedmaßen wirklich fortfahren? Jupp. So, und was jetzt? Jetzt würde ich gerne irgendwie wissen... benutzen. Okay. Kann ich jetzt zum Beispiel... Gegenstände? Kristallschädel. Genau. Kristallschädel. Kann ich jetzt mit 8 die Kreatur beschwören? Erwache, mein Tierchen. Ja. Gut. Nice. Da haben wir sie endlich. Und der gibt uns auch keine... Der gibt uns auch keine Aufgaben mehr. Ne, dann... Würdest du mir denn auch mal folgen und nicht so komisch random rumlaufen? Ne? Betonung auf random. Also wenn ich jetzt nochmal 8 drücke? Kann ich die nochmal beschwören hier? Ne, die folgt mir dann einfach irgendwann. Aber das finde ich gut, damit haben wir es wahrscheinlich schon mal erheblich leichter voranzukommen. Und dann sollten wir auch solche Gliedmaßen sammeln, um dann eben unsere Kreatur zu verbessern. Das macht dann auch natürlich viel Sinn. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Zu dem Wegpunktschrein. Es wäre natürlich intelligent gewesen, erstmal nachzugucken, wie der heißt. Schreintal, Westen. Kreatur ist mitgekommen? Bäh. Hallo, Kreatur? Das Spiel ist echt ein bisschen komisch. Die hat sich nicht mitteleportiert und jetzt habe ich sie wegbeschwört. Na toll. Warten wir, bis der Cooldown zu Ende ist. Dann beschwören wir sie wieder. Ach, und ich will natürlich safen, weil wir jetzt die Kreatur haben. Was sind das für ein Brunnen hier? Wunschbrunnen. Aber wir reden erstmal mit dem hier. Grundgütiger, da ist der Besuch. In dieser Ecke des Tals bekommt man nicht häufig andere Leute zu Gesicht. Ich bin Triavan. Was führt euch an diesen Ort? Die Abgeschiedenheit, Drachentöter. Die Möglichkeit, ungestört mit meiner Bezauberungsmaschine arbeiten zu können. Waffen, Rüstungen, Ringe. Ich fertige alles an, was ihr wollt. In der Stadt würde ich wahrscheinlich ein Vermögen verdienen. Aber Geld interessiert mich nicht. Sondern nur die Kunst der Bezauberung. Ich würde gern von euren Fähigkeiten Gebrauch machen. Ihr müsstet für die verwendeten Rohmaterialien bezahlen. Aber abgesehen davon, sicher. Die Maschine arbeitet mit Roteisenerz, das im Trümmertal reichlich vorhanden ist. In letzter Zeit ist es jedoch schwierig, an Vorräte heranzukommen. Die Bergarbeiter eines recht neuen Stollens etwas südlich von hier bringen mir normalerweise jede Woche Eisenerz. Dieses Mal sind sie jedoch nicht gekommen. Bringt mir etwas davon und ich werfe die gute alte Maschine wieder an. Ihr würdet mir damit wirklich helfen. Ich habe sogar etwas von diesem Roteisenerz bei mir. Genau das Richtige. Gut gemacht, Drachentöter. Los, bringen wir mein Schätzchen sofort zum Laufen. Ihr habt auf der Suche nach Roteisenerz erfolgreich abgeschlossen. Bitte wieder eure Belohnung. Eine Wahlmöglichkeit ist üblich. Nehmen wir den Heiltrank. Na? Dieser Dreavan hat wirklich eine beeindruckende Maschine. Macht sie euch zunutze, solange ihr könnt. Es wird nicht leicht werden, zu Lord Lovis zu gelangen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir machen das mal. Seid gegrüßt, Drachentöter. Ihr wollt etwas bezaubern lassen? Ja, in der Tat. Bezaubern.
Mist. Geht nicht. Kann ich das nicht bezaubern? Ach, 2 von 2. Okay. Das hier oben kann ich nur bezaubern. Okay. Die Axt, das Schwert. Ich glaube, ich habe die Axt an, ne? Genau. Aber geht nicht. Mir ist keine Verzauberungsformeln für diese Art von Gegenstand. Noch nicht. Ja gut, das ist das Einzige, was ich verzaubern kann und das funktioniert nicht, weil ich nicht die Materialien haben. Dann zaubern will ich nicht. Dann mal los, an die Arbeit. So. Dann nicht. Da kommt die nächste Seele auf der Suche nach Reichtum und Ruhm. Und ich kann euch dabei helfen. Wie könnt ihr mir helfen? Ich bin der Wunschbrunnen und ihr habt einen Wunsch frei. Also der Wunschbrunnen? Oh nein, es gibt noch andere, wenn auch nicht allzu viele. Es gab einen in Ferrol, der sich selbst den wunderbaren Wasserspender nannte. Stellt euch das mal vor. Er war immer etwas hochnäsig, vor allem nachdem er einem Abenteurer einen Wunsch erfüllt hatte, der dann später der Göttliche werden sollte. Okay. Ein Wunsch klingt gut. Ich denke, ich versuche es. Nein, aber vergesst nicht. Nichts gefällt mir mehr als das Geräusch von Gold, wie es durch meinen Schacht fällt. Ich verstehe. Und wie viel Gold würde euch zufriedenstellen? Sagen wir einfach, dass meine Stimmung davon abhängt, wie spendabel ihr seid. Ein paar Münzen lassen mich kalt. Ein voller Geldbeutel reizt mich sehr. Und ein königliches Vermögen bringt mich erst richtig in Fahrt. Lasst mich sehen, was sie mit 100 Goldstücken, was sie mir mit 100 Goldstücken einbringen. Was mir 100 Goldstücken einbringen. Ich möchte mehr Erfahrung, ich wünsche mir einen mächtigen Gegenstand. Hier, bitte sehr, passt zu euren Augen. Wisst ihr, was ich mir wünsche? Lord Lovis zu treffen. Ach, halt deine Fresse! Was habe ich jetzt für einen mächtigen Gegenstand bekommen? Habe ich jetzt einen mächtigen Gegenstand bekommen? Spiel! Willst du mich komplett verarschen? Ihr hattet euren Wunsch. Ich kann nichts mehr für euch tun. Verdammt! Was habe ich denn jetzt für einen mächtigen Gegenstand bekommen? Spiel! Komisch. Ach, das da! Erhöhte Reflexe. Ausrüsten. Na gut, das soll ein mächtiger Gegenstand sein, dann lege ich den einfach mal an. Und, Kreaturen, diesmal passe ich ein bisschen auf, dass, dass mir die nicht einfach so abhanden kommt. Seht ihr das, wie dieser Busch sich da mitdreht? Warum auch immer das so ist, das ist ganz komisch. So, wir machen weiter. Und gehen jetzt hier runter zu dieser... zu diesem Schrein, zu dieser Schrein. Zu dieser Schrein! Muss ich da übers Wasser rüber? Ich muss da so übers Wasser rüber.
Ach, jetzt. Ah, jetzt habe ich gerade. Stimmt. Ich überlege gerade. Nee, alle mal zurück. Wir gehen zum Schrein und teleportieren zurück, weil wir müssen sowieso das machen. Da ich das natürlich so gesagt habe, dass ich da oben noch den Schrein machen möchte. Muss ich sowieso dahin. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns so, dass wir hier hinkommen und dann schwimmen wir hier ins Wasser und klettern dann hier hoch, machen dann das Gebiet und dann können wir hier hin und dann haben wir das auch schon fertig. Dann müssen wir ja nur diesen Teil hier clearen. Wie heißt das hier? Goblinstamm. Nee, weil sonst kommen wir da nicht hin und dann wäre das natürlich irgendwie auch scheiße. So, geh. Hä? Ach nee! Falsche Richtung! Ja, aber das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Ach nee, ich habe gerade hier geguckt. Das ist natürlich die Brücke, wo wir einmal hinkommen können. Und dann ist hier noch die Brücke. Und die Brücke wollte ich ja gehen. Das heißt, ich muss schon da lang. Das ist schon richtig. Kommt die? Ach, die kann sich auch nach einer Zeit einfach teleportieren. Hier müsste das sein, ne? Das da. Ja. Gut, jetzt werden wir diese kleine Insel hier schön machen. Der chillt da drüben. Genau, und die werden wir jetzt, wenn da irgendwelche Gegner sein sollen, von den Gegnern befreien. Falle. Da, das ist die richtige Richtung irgendwie. Meine Kreatur ist zumindest so awesome, dass ich erstmal zumindest eine Gruppe von den Gegnern auf sich gezogen hat. Damit hatte ich dann halb so viel am Hals. Kann man sehen, was diese Kreatur so alles für Vorteile bringt. Gut. Der hat nichts fallen gelassen. Das war total verwirrend, weil durch diese blöde Cutscene habe ich echt nicht gewusst, in welche Richtung ich gehen soll, in welche ich gekommen bin. Aus welcher ich gekommen bin, meine ich. Das hat mich so ziemlich verwirrt. Ich bin jetzt am Schrein vorbeigelaufen, aber ich denke mal, dieser komische gepunktete Bereich hier ist der Weg. Und wir kommen dann wahrscheinlich eh noch nach da oben. Hoffe ich mal, aber wir sehen jetzt erstmal die Gegner hier. Ach, der kann auch Fernkampf machen, oder war das nicht? Nein, Kreatur, du bist zu langsam. Ach doch, na gut, dann lass ich den übrig. Dankeschön. Habe ich nur 85 bekommen, weil die Kreatur ein bisschen davon bekommen hat, oder? Ich hoffe mal nicht. So, okay, jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Ja, das war's es nämlich auch schon. Hoffen wir mal, dass wir hier irgendwo rüberkommen. Wir sollten hier sogar hinkommen, weil die Gegner sind. Noch nicht. Los, Kreatur, macht sie fertig. Noch nicht. Gut gemacht. So, okay.
Na, hier kommen wir rüber. Gut. Dann gibt es hier ein Save. In der nächsten Aufnahmesession machen wir dann diesen Schrein. Hallo, Gegner, hast du eine Kreatur? Hast du noch einen? Nee, hast du nicht. Die regeneriert sich scheinbar auch nicht. Macht ja nichts. In der nächsten Aufnahmesession machen wir, wie gesagt, den Schrein und machen dann, springen dann von dieser Insel hier runter und gehen dann, ja, machen diesen Schrein, machen dann noch dieses kleine Gebiet hier. Und dann können wir hier auch schon in den Nordlobesturm. Und dann haben wir auch schon einen gewaltigen Teil des Spiels hinter uns. Also, bis zum nächsten Mal. Ich save nochmal und dann tschüss.